Ah, jetzt aber hier, los, go, go, go. Nichts wird mich jetzt davon noch abhalten, hier eine Runde I Wanna Make aufzunehmen. Nichts wird mich jetzt davon noch abhalten. Ich habe OBS gestartet, ich habe das Spiel gestartet. Wird mich nichts davon jetzt abhalten. So, wir loggen uns ein. Successful. Das klingt gut. Habe ich in einer Streaming. Aber wir könnten das Weihnachten, das machen wir mal anders. Aber ich sehe gerade, ich habe dieses Level noch drin, das kann man mittlerweile rausnehmen. Schau. Ja gut, getting over the. Wir lassen es mal drin. Wir lassen es mal drin. Vielleicht gucken wir irgendwann nochmal rein. Wenn. So. Gut, dann, aber dann gehe ich einfach mal ein paar Level vom. Ah, wir gucken einfach hier in die Follow-Liste. Okay, da ist. Ja, komm, ist egal. Wir spielen einfach hier weiter. Wir spielen einfach mal die Follow-Liste so ein bisschen runter und gucken mal, ne? Ob wir die irgendwann mal durch. Ich will ja sowieso letztendlich alle Level von Echo und von. Wenn ich Namen mir merken könnte, Erik. Danke. Von Erik spielen. So, can you solve the riddles and escape the Pushback Factory? Walker Jr. could become a powerful ally. Oder Ally. Heißt es Ally oder Ally? Ich weiß es nicht. Doch egal, auch meine Englischkenntnisse werden mich nicht davon abhalten, hier weiterzuspielen. Nichts davon abhalten. Auch nicht Walker Jr. Was soll ich jetzt eigentlich tun? Hui. Kann ich die schieben? Ah ja. Ist das Walker June? So like. Weil er hilft mir jetzt so als Ally? Wahrscheinlich. Ich hätte aber auch die Box hier. Muss ja nicht mehr hoch. Aber ich habe jetzt also nur einen Versuch. Stabil. Okay. Aber gecheckt. So, du hier rüber. Nicht tot. Hier rüber. Ah, das. Oh, jetzt aber. Jetzt. Ah, es geht. Wait, wieso gehe ich eigentlich nicht hier weiter? Warum das noch nicht schiebt. Aber wie geht's denn dann hier überhaupt weiter? Ja, wir gehen erstmal weiter und gucken. Kommt. Vielleicht ergibt sich ja gleich alles. Mach ich das schon besser. Was ich wollte. So. Okay, was macht der Schalter? Nur aus. Er macht nur dieses Ding aus. Fällt das da rein? Kann es ja nicht darüber schieben. Ja. Was will ich tun? Ich verstehe überhaupt nicht, wofür diese Lücke da ist. Ich meine, klar, ich kann hier eine Kiste reinschieben.
Aber was nützt mir die Kiste da dann? Was die Kiste mir hier bringt, ist klar, weil da komme ich dann nachher. Kann ich da dann. Aber was nützt. Was nützt mir dieses Ding? Warum ist hier diese, wo ich diese Kiste theoretisch reinschiebe? Wozu will ich überhaupt diese Laser da ausmachen? Ich meine, ich könnte mal was probieren. Jetzt den hier hinschiebe. Dann fällt der jetzt ja da drauf. Jetzt habe ich theoretisch beide Kisten. Und jetzt kann ich theoretisch ja die da drüben hinlegen. Ist sogar noch da. Muss ich aber so springen, dass ich die überschiebe noch ein Stück und da drauf lande wieder. Oh. Aber das ist doch jetzt immer noch nicht hoch genug. Oh! Idee. Idee. Watch out. Man hat eine Idee. Also der Anfang muss so passen. Ich meine, ob ich jetzt die Kiste da reinschiebe oder nicht, ändert für mich eigentlich. Ich glaube, damit mache ich mir auch nichts kaputt, wenn ich das. Damit mache ich mir, glaube ich, auch nichts. Oh, ja, jetzt. Wieder diese. Da eh nicht. Alles okay, weil es ändert ja wie gesagt nicht. Vielleicht verstehe ich irgendwann den Hintergrund dieser Lücke da unten. Vielleicht verstehe ich den Hintergrund irgendwann, aber ich habe jetzt eine ganz, ganz andere Idee. Watch out. Kann doch die hier runterschubsen, die hier rüberschubsen. Und jetzt. Jetzt die da drauf, aber das Problem ist ja jetzt. Scheiße. Kriege ich die ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Der ist jetzt ungünstig. Weil jetzt kriege ich nicht da. Also jetzt, ich wollte jetzt beide da durchschieben. Ich glaube, dann wäre es hoch. Aber ich krieg die nicht rüber. Ich bräuchte so eine Lücke, wo ich dann reinspringen kann, so wie vorne auch. Ja, jetzt sind beide unten. Okay, wenn hier noch eine Kiste ist, kann ich die wieder rausschieben? Nein, kann ich nicht, weil das ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dieses Boca Junior wirklich ein relevanter, wichtiger Hinweis. Oh. Ein wichtiger Hinweis ist. Der Vogel sein Wokatsch. Aber mehr als das, der mir da hochhilft, ist jetzt auch nicht. Jetzt bin ich überfragt. Also jetzt bin ich halt literally überfragt.
gesagt, ich krieg die rüber. Das ist nicht das Problem, aber dann krieg ich die andere nicht hin. Und eine allein da drüben nützt mir nichts. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so schwierig sein. Oh! Ich muss darauf achten, dass ich diese Box hier zurückschieben kann. Wenn die Box hier ist, komme ich von hier unten hier wieder hoch. Das ist wichtig. So. Jetzt gut nachdenken. Ja. Ja, 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 ja. Es ist so, wie ich es von vorn vorhatte. Nur, dass die Umsetzung nicht ganz optimal lief. So. Jetzt die da drauf. Jetzt gehe ich unten rum. Jetzt kann ich nämlich die da drüber schieben. Der Stadt. Okay, und jetzt muss ich hochkommen. Jetzt muss ich da runterfallen. Oh je. Jetzt kommt noch eine Schwierigkeit dazu. Nee. Schaffe ich das mit einem Sprung oder muss ich hier schon den Doppelsprung? Hier schon den Doppelsprung opfern. Ja. Oh! Okay, hier plötzlich die Schwerkraft. Nee, das ist nur die Box anders, oder? Nicht, also, meine Schwerkraft ändert sich nicht. Ich werde jetzt nicht da hoch. Okay, die Box ist einfach anders drauf. Ah, und die auch. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann bleibt die da. Was macht der Schalter? Oh. Ich da oben hin? Oh nein! Der hätte das rüberschieben müssen, als ich, wenn ich die... No, der hätte das vorhin da rüberschieben müssen. Und dann würde ich mit der Box da hochziehen. Ihr verstanden. Verstanden, wir haben den ersten Raum geklärt. Jetzt nur Gedankenprotokoll, keinen Fehler zwischendrin. Also muss ich den Sprung nochmal schaffen. Scheiße. Der war an sich nicht so schlimm, aber was halt bei mir immer ist, wenn ich einmal was schaffe, okay. Ja gut, also erst die Box. Dann schiebt er die rüber. Dann reite ich mit der Box. Nächsten Checkpoint. Okay. Dann reiten wir mit den Boxen überhaupt. Okay. Das ist jetzt tatsächlich wieder mehr Platforming, weniger Puzzle. Okay. Ich entschieb.
Oh. Ich dachte, da unten sind vielleicht keine Stacheln. Da sind Stacheln. Wait, das ist der letzte Raum. Ist das dann nur Deko? Das ist alles nur Deko, was da außen ist, was da, also. So. Ja, aber nü. Ach so! Ich habe eine Doppel. Oh, okay, verstanden. So. Und nicht übermütig werden. Alles mit der Ruhe. Ja, und jetzt da hoch. Und jetzt richtig machen. Jetzt nichts falsch machen. Kann ich die nicht einfach ins Nirvana schieben? Die ganzen Boxen? Oder bleibt die da an der Wand hängen nach? Also ist es jetzt noch ein Rätsel? Ich muss echt aufpassen, was ich tue. Oder kann ich die einfach alle... Ich dachte schon. Ich dachte jetzt, ich muss irgendwie so voll die Reihenfolge beachten. Ich kann sie einfach alle wegschieben. Cool. Okay. Nice. Schauen wir uns mal an, wie der Weltrekord das gespielt hat. Aber an sich haben wir, denke ich, alles richtig gemacht. Stimmt, ich kann es da unten sogar lassen und komme trotzdem hoch. Ja, das ist richtig. Ich kann es da unten lassen und komme trotzdem hoch. Ich will eigentlich gar nicht so drauf achten. Aber ja, wir haben alles so gemacht. Ja. Man muss es nicht ganz ans Ende schieben, wenn man auf die Zeit achtet. Aber das muss man genauso. Ja, dann ist es auch okay. Dann sind wir schon den richtigen Weg gegangen. Ja, natürlich löst er den Checkpoint nicht aus, weil das kostet ja Zeit. Gut, er will ja eh den Rekord, dann will er eh nicht den Checkpoint laden. Ja. Alles klar. Alles klärchen. Schöner Weltrekord. So. Das war das. 30 Sekunden. The kit is on fire. The warp is the only cure. Upwards facing arrows indicate a triple jump. Jetzt brauche ich erstmal einen goldenen Stern, bis ich den Jump ausführen kann. Aber gut. Oh, ach so! Das kenne ich noch gar nicht, dass wenn man so feurig drauf ist, dass man dann... Oh, das ist super cool. Scheiße. Oh, das ist super cool. Will ich schaffen. Ich meine, es ist eine halbe Minute. Weit sind wir vorhin gekommen, keine Ahnung. Den würde ich echt gern schaffen. Nein, zu bald. Bald rüber geübt. Nein! Wie weit sind wir da? Ich gucke immer nicht auf die Zeit. Vielleicht wird kurz. Genau. Die Hälfte ist. Wäre der Satz gewesen, den ich sagen wollte. What? So brennt, wieso wird das Feuer eigentlich durch das Wasser nicht aufgehen? Hä, was? Ach, schießen! Dumm.
da rein schießen, natürlich. Ist da auch eine Pistole. Indikatoren verstärken. Indikatoren verstehen. Ja, habe ich gemerkt, dass das nicht reicht. Ja. Was ist denn für ein Rattergeräusch die ganze Zeit? Ist das auch okay? Feuer? Oder irgendwas? Oh. Das Feuer? Das nervt übelst. Aber es ist genau dann weg, wenn das Feuer weg ist. Wahrscheinlich ist es Feuer. Aber ich finde es voll cool, wie er es also über dieses Zeitding sozusagen, wie man es so auch wie man es machen kann. Na, es läuft ja eine Zeit ab. Ist ja nicht, dass ja nicht so, dass keine Zeit abläuft. Man jetzt ewig Zeit hätte. Weiß zwar nicht genau, was passiert, wenn die 30 durch sind, ob man dann einfach stirbt. Das ist nur so ein Indikator, oder ob es wirklich an der Box über mir liegt. Scheiben. Und das Kritische ist halt der Weltrekord. Ist fast bei den 30 dran, also es ist... Ja, ne? Es gibt vermutlich nicht viel, wo man Zeit sparen kann. Am Ende wird es wahrscheinlich noch zeitlich auch noch knapp. Ich würde es ja gerne einfach mal schaffen. Oh Mann, wieso hängt der sich nicht da drin? Nein? Ey, wieso hängst du dich nicht da dran? Verarschen kann ich mich alleine. Alter! Schlecht doch hier wieder. Ich bin wieder an dem Punkt, wo ich immer die... Wo ich immer mehr Fehler am Anfang mache. Mit jedem Tod kurz davor, wenn auf den Tisch zu. Ich mag das nicht, wenn ich die Kontrolle über meine habe. Also willst du mit jedem Tod, willst du dann anfangen, auf den Tisch zu.
aber ist nicht gut. Kontrolle verlieren. Beherrschung ist. So. Kommen wir mal wieder bis zu dem Schussding. Und dann springe ich da nicht rechtzeitig. Es ist so zum Kotzen. Ich will weiterkommen als diese Schussstelle. Das gibt. Bis dahin hat es doch alles funktioniert. Alles die Stelle. Okay. Ich habe nicht getroffen, aber ja, der Sprung hat funktioniert. Aber ich habe nicht getroffen. Das ist doof. Okay, der Sprung haut hin, aber ich treffe noch nicht. Ach, das war klar. Entschuldigung. Okay. Das ist ein Sprungbrett. Aber wir haben einen Schritt weiter mal geschafft. Gut, ist noch knapp. Wie mache ich dann da weiter? Laufe ich einfach auf die Sprungbrett drauf oder was? Irgendwas sagt mal, ich könnte ja auch einfach so da hochhüpfen. Ne? So im Sinne von. Weiß ich nicht. Im Sinne von. Ja. Doppelsprung wollte ich sagen. Ich kann ja auch einen Doppelsprung machen. Und mit dem Doppelsprung kann ja auch hochkommen. Ich weiß nicht, warum ich das Trampolin dafür brauchen sollte. Was war das denn jetzt? Ich weiß, Upwards Facing Arrows Indicator Triple Jump, aber ich habe ja keinen Triple Jump. Oder habe ich da eine. Ah, wait, da war ein Stern. Ich habe einen Triple Jump. Ich habe ein Dings. Ne? Nee, der nimmt mir ja meinen. Was? Verwirrt. Hier? Ja, da ist irgendwas im Boden. Bin ich dumm? Wird das so hoch gedrückt? Hä? Was ist jetzt für ein Spiel?
Ei, ei. Da habe ich schon so einen riesigen Knopf zum Drücken und treffe ihn halt einfach. Hey, jetzt war da nichts. Bin ich... Okay, da ist nichts im Boden. Also wenn, dann habe ich mir den eingebildet mit dem... Aber wie soll ich denn dann da drüber kommen? Ist ja nicht hoch. Oder dort? Verwirrt. Hey, was war das jetzt? Okay, ich dachte, das haut mich jetzt. Ja, da ist irgendwas ist da, wenn ich davon abspringe. Aber wenn ich nur drüber laufe, ist es... Ach so, das ist mit Oh Junge. Das ist mit Triple Jump gemeint. Scheiße. Verstanden. Die nicht ein Pfeil sagt den Triple Jump an, sondern die drei Pfeile sagen den Triple Jump an. Verstanden. Und der dritte Sprung ist dann sozusagen so ein besserer Sprung. Danach kann doch dann gar nicht mehr so viel kommen eigentlich, vor allem wenn man dann durch diesen langsamen Teil noch durch muss, wo man beschossen wird. Dann darf der ja eigentlich gar nicht mehr so... Nein! Okay. Muss es sein, da drüben muss das Ziel sein. Ich meine, dann ist die Zeit eigentlich auch durch. Also das ist die blödste Stelle da unten. Mit diesem Schuss, das ist die blödste Stelle. Wegen der muss ich so oft neu starten.
Aber die Stelle ist halt nicht blöd. Geh doch hoch! Wahrscheinlich muss ich da auch wieder den Dings drücken. Knopf, dass er sich hochzieht. Also nochmal die Sprungtaste einfach. Epic. Muss es Ziel sein. Dann drückt man hinten den Schalter, also man aktiviert diesen Laufschalter, wird von einem anderen Trampolin zurückgedrückt. Dann geht man ins Ziel. Dann wird aus dieser großen Energiekugel wahrscheinlich das Ziel. Wohl sein. Was alles? Es ist halt also auch noch mal so ein knapper Sprung, ne? Ich gibt's doch nicht. Dass ich da nicht hochkomme, ohne hängen zu bleiben. What? Das war nicht das Ziel? Oder bin ich in dem Moment rein, wo die Zeit vorbei war? Ich muss in dem Moment rein sein, wo die Zeit vorbei war, weil es stand ganz kurz Times Up dort. Das heißt, wenn diese 30 durch sind, dann teleportet es einen einfach zum Tod. Nice. Das ist wie, wenn du im Mario Maker die Zielflagge berührst und die Animation geht los. Aber du kriegst es einfach nicht. Weil die Zeit aus ist. Genau so ist das. Oh Gott, ist das knapp.
guter Welt. Gottes Willen, echt. Oh, Wahnsinn. Alter. Puh. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.